Ja, bei dem Video bin ich mir relativ sicher, dass das in der Playlist Fourier ganz am Anfang bleibt. Es soll euch einen Überblick geben. Deshalb habe ich das Vorbereitung genannt. Noch gar nicht im Speziellen, worum es bei Fourier geht, sondern was ihr braucht, damit ihr die ganzen Hieroglyphen auch schnell entziffert und dann kommt ihr relativ easy durch das Thema durch. Und viele springen dann immer von Thema zu Thema. Ich weiß auch mal nicht, wie dann die Vorlesungen geplant sind bei euch oder wie die Skripte aufgebaut sind. Das solltet ihr zumindest vorher drauf haben. Ich habe dazu überall auch noch einzelne Playlists. Da könnt ihr dann relativ easy nochmal nachgucken, wenn ihr Fragen habt. Ich gehe es erstmal jetzt grob durch. Dann mache ich noch vielleicht so ein, zwei, drei Videos, wo ich hier ein bisschen genauer drauf eingehe. Dann alles rund um Fourier, Analyse, Synthese, Transformation mit Beispielen etc. Und dann solltet ihr eigentlich keine Probleme haben. Also sinusförmig, was meine ich damit? Da meine ich die trigonometrischen Funktionen mit. Sinusförmig ist nicht nur die Sinusfunktion selber, sondern auch Cosinus ist von der Form her sinusförmig. Und das werdet ihr häufig dann eben sehen, weil es dann letztendlich bei Fourier darum geht, dass ihr irgendein Signal habt und dann ist da irgendeine Funktion, die, ich nenne es einfach jetzt mal, nicht so hübsch und schön aussieht und die drückt ihr dann mit Hilfe von Sinus und Cosinus aus und Cosinus kann ich eben auch sinusförmig nennen und dort wird euch dann über den Weg laufen nicht nur Sinus x oder Cosinus x, sondern eben auch Sinus von 2x, 3x, 4x. Was macht diese Zahl dann da drin? Dass es eben gepresst wird oder auseinandergezogen wird. Ja, meistens wird es nur gepresst, dass es irgendwelche Geschichten, Perioden schneller durchläuft und wenn da vorne noch 3 davor steht, dass ich es dann praktisch nach oben ziehe. Könnt ihr alles einzeln bei trigonometrischen Funktionen noch nochmal nachgucken. Komplexe Zahlen werden wiederkommen. Warum? Weil ihr noch andere Schreibweisen kennenlernen werdet, außer Sinus und Cosinus, nämlich dann mit dem guten Euler wieder. Und das war ja so die Reise von a plus bi hinzu. Ich kann es auch ausdrücken mit Cosinus phi plus i mal Sinus phi. Es ist ein bisschen geschmiert, aber das kann man sich wie gesagt auch einzeln noch mal anschauen. Und dann eben in der Euler-Form, dass ihr dann eben habt irgendwas mal e hoch i phi. Und das wird auch jetzt bei Fourier wiederkommen. Also ist es relativ gut, dass auch sich aufzeichnen zu können, mal eben in der gaußschen Zahlenebene. Integralrechnung natürlich mit ein paar Tricks, weil ihr, wenn ihr gewisse Koeffizienten hinterher bestimmen müsst, braucht ihr das Wissen um Integralrechnung, dass ihr zum Beispiel, jetzt mal schon mal ein Beispiel, sowas Komisches werdet ihr mit Hilfe von Sinus und Cosinus ausdrücken können tatsächlich. Nur man muss dann, wenn man zum Beispiel von 0 bis 4 ein Integral berechnen muss, dann wissen, wie teile ich das denn am geschicktesten auf, um einzelne Teilbereiche auszurechnen. Und so Sachen wie partielle Integration zum Beispiel kommt natürlich auch wieder. Kann man sich ansonsten auch in Ruhe nochmal schießen, bevor man jetzt alle Playlists komplett durchgeht, was eigentlich das Beste wäre. Ein Vektorraum ist nicht ganz so wild, aber da werde ich auch nochmal ein eigenes Video machen zum Thema Basiswechsel, dass man noch ein bisschen genauer versteht, verstehen, worum es eigentlich gehen soll. Dann ist der Rest eigentlich eh total easy, dass man versteht, gerade wenn man wenn es um die Schreibweise geht, was dahinter steckt. Ihr werdet es vielleicht durchgenommen haben, ich weiß es nicht, dass man mit den Basisvektoren E1, E2, E3 dann jeden Vektor im Raum darstellen kann, mit Hilfe der Basisvektoren. Die Geschichte kommt dann auch wieder als Erläuterung oder zum Verständnis. Ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Taylor-Reihe, Folgen und Reihen habe ich aufgeschrieben. Folgen und Reihen natürlich als erstes, darauf aufbauen dann die Taylor-Reihe, dass man eben versteht, dass ich zum Beispiel eine Sinusfunktion selber ausdrücken kann mit Hilfe von Polynomen. Das heißt, ich schreibe Sinus, eine trigonometrische Funktion oder auch e hoch x, eine Exponentialfunktion, mit Hilfe von Ausdrücken wie x hoch 2, x hoch 3, x hoch 4 etc. Nichts anderes mache ich dann auch bei der Fourier-Reihe, dass ich irgendein Paket
jetzt eben nicht Sinus oder E hoch X, sondern das zum Beispiel hier, das eben ausdrücke mit Hilfe von Sinus und Cosinus. Sollte man also so vom Gefühl her drauf haben. Kann man ansonsten, wie gesagt, auch da wieder einzeln nachschauen. Mit Transformation, da meine ich jetzt nicht die Transformation von Graphen selber, sondern dass man das Verständnis hat, wie zum Beispiel früher, wenn man, was weiß ich, irgendwelche römischen Ausdrücke hatte, 4 mal, was weiß ich, 10 oder sowas, dann hat man das nicht eben von mir aus so gerechnet, sondern man könnte transformieren irgendwann in die Schreibweise 4 mal 10, rechnet dann aus, ist 40 und dann kommt die Rücktransformation und stellt das dann als römische Zahl dar. Das wäre eine Transformation. Das ist nur zum Verständnis, dass man weiß, wozu man dann zum Beispiel Fourier transformiert oder eine Fourier-Transformation macht. Ja, dann die Vokabeln Signal. Gut, Zeit sollte jeder kennen. Phase, Amplitude, Frequenz, Spektrum. Dass man vielleicht so eine Vokabelliste hat, weiß, was was ist, um dann zu verstehen, wie da eigentlich rumtransformiert wird, was das Ganze eigentlich zu bedeuten hat. Und ja, Formelabwandlung, habe ich jetzt hingeschrieben, keine Panik, weil leichte Abwandlungen zerstören einem immer das ganze schöne Bild. Ich werde auch manchmal bei der Fourier-Reihe vielleicht mal unterscheiden zwischen der Schreibweise. Wenn ihr zum Beispiel ein amerikanisches Video seht, dann werdet ihr oftmals vorfinden, dass ihr eine Funktion dann so da stehen habt, A0 plus Integral von n gleich 1 bis unendlich und dann das Ganze mit Cosinus und Sinus plus Pünktchen, Pünktchen ausgedrückt. Dann habt ihr wieder ein Skript, da steht dann hier A0 halbe und dann fragt man sich, ist das jetzt was anderes? Das hat dann aber damit zu tun, dass man diesen Wert mit Hilfe einer Rechnung berechnet und diese Hilfsrechnung oder die Rechnung, die eigentliche Rechnung, ist dann, wenn ihr die Formel habt, anders als wenn ihr die Formel habt. Und dann kommt man am Ende doch wieder für diesen Wert auf das gleiche Ergebnis. Da will ich jetzt nicht zu lange drum rumlabern. Ich will eigentlich nur die Panik nehmen, dass man, wenn man das Ganze versteht, dann versteht man auch gewisse Abwandlungen und kommt da eigentlich locker durch.